Hallo Gamer-Begeisterte und herzlich willkommen zu Evil Genius. Ich bin Tiberius und ich zeige euch heute 15 Minuten dieses Klassikers. Zuerst einmal, was ist Evil Genius? Also, es ist ein Strategiespiel à la Dungeon Keeper. Falls jemand nicht weiß, was Dungeon Keeper ist, es ist ein Strategiespiel, bei dem man zuerst in einen Felsen oder in einen Berg Löcher graben muss und dann in diese Löcher Räume hineinbaut. Genauso ist dieses Spiel auch aufgebaut. Das Setting ist in den späten 60ern, frühen 70ern, also genauso wie No One Lives Forever 2. Und wenn man No One Lives Forever 2 als Shooter zu Austin Powers bezeichnen will, dann ist das hier das Strategiespiel dazu. Man spielt das böse Genie, also das Evil Genius. Und man baut dort seine eigene Basis, man bekämpft Weltmächte und schickt seine Schergen raus, um Geld zu stehlen. Am Ende versucht man natürlich, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Entwickelt wurde es von den Alexius Studios und gepublished wurde es von Vivendi Universal. Rausgekommen ist es 2004. Hier einige Pros und Kontras über das Spiel. Diese Pros und Kontras stammen von mir, das heißt, das ist meine Meinung. Es muss nicht mit jedem anderen übereinstimmen. Also, die Pros. Für mich ist es ein ganz großes Pro, dass es Dungeon Keeper-artig ist. Ich liebe diese Art von Spielen, das heißt, wo man sich Löcher in den Felsen grabt und dann Räume hineinbaut, die dann einen strategischen Zweck erfüllen. Die Spieltiefe ist sehr tief, zum Beispiel durch Forschung und die vielen verschiedenen Einheiten, die man ausbilden kann. Wenn ich das Spiel nachher spiele, wird das nicht sehr viel aussehen, aber es braucht doch einiges, um diese Einheiten zu auszubilden. Die Kontras. Das Spiel wird in der Gelderwirtschaftung etwas eintönig. Das heißt, zwischendrin muss man mal Phasen einlegen, in denen man nur Geld von gegnerischen Mächten stiehlt. Und das kann sehr eintönig werden. Ein weiteres Kontra ist, dass inmitten der Kampagne der Fortschritt fast völlig entfernt wird. Und das ohne große Vorwarnung. Man bekommt eine Vorwarnung, dass ein Teil des Fortschrittes verloren geht. So zum Beispiel auch die Räume. Allerdings wird nicht genau gesagt, was genau passiert. Zur kurzen Erklärung. Also Vorsicht, das hier könnte Spoiler jetzt enthalten. Man spielt zwei Karten in der Kampagne. Diese Karten brauchen sehr lange, dass man sie durchspielt, weil man auf jeder Karte quasi seine Basis vollständig ausbauen muss. Wenn man jetzt allerdings zur nächsten Karte wechselt, werden natürlich die Räume entfernt, das heißt, die Basis wird komplett abgebaut. Am Ende steht man dann auf einer neuen Insel, also auf der neuen Karte. Zwar mit dem Geld, mit den Einheiten und mit den Gegenständen, aber die Basis ist komplett weg. Das heißt, man steht draußen irgendwo, komplett im Freien und die gegnerischen Mächte können einen voll erwischen, wenn man nicht ordentlich gehandhabt hat. Das heißt, man sollte für Schutz vorher sorgen. Oder halt für Ruhe sorgen. So, wie habe ich das Spiel unter Win 7 und 64-Bit zum Laufen bekommen? Ganz einfach. Ich hab's installiert. Das Spiel ist Gott sei Dank noch so jung, dass es keinerlei Zusatz braucht. Das heißt, der XP-Kompatibilitätsmodus oder ähnliches wird nicht benötigt. Es gibt sogar eine Steam-Version des Spiels. Was natürlich wieder nicht funktioniert hat, ist, das Spiel kommt nicht mit Full HD klar. Das heißt, 1920 zu 1080 kriegt das Spiel nicht hin. Gut. Und jetzt zeige ich euch mal 15 Minuten der Kampagne. Und zwar die ersten 15 Minuten. Und wir sind da. Also das hier ist das böse Genie. Das ist man selber. Man kann ihn durch die Gegend schicken, wenn man will. Jedes böse Genie bekommt als erstes einen Anfangsagenten. Das sind spezielle Schergen, die spezielle Fähigkeiten haben und auch extrem effektiv im Kampf sind. Das hier sind normale Schergen. Das sind Bauarbeiterschergen. Das ist die Grundstufe an Schergen, die man besitzen kann. Das hier ist die Schergenausbildungsbaum.
Hier drin sind die Bauarbeiterschergen. Und dann gibt es drei Richtungen, in die man sie ausbilden kann. Ich glaube, der oberste ist Kampf. Dann kommt Forschung. Und dann kommt, ich glaube, Bedienstete. Also zum Beispiel sowas wie Zimmerservice, genau. Hier unten kann man sagen, wie viel man ausgeben möchte für jeden Rekruten, der angeschafft werden will. Das beschleunigt die Rekrutenbeschaffung. Denn man bekommt Rekruten nach einem stündlichen Satz. Das heißt, sagen wir mal, jede Minute bekommen wir einen Rekruten. In diesem Moment. Wenn ich jetzt allerdings 4000 Dollar pro Rekrut investiere, bekomme ich pro Sekunde einen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, sobald ihr zu mir kommt, kriegt ihr 4000 Dollar bar auf die Hand, dann strömen die Leute nur so in meine, ja, zu meinen Leuten hin. Genau. Man kann hier Leute rekrutieren, mit Plus und Minus. 5 ist jetzt die Anzahl an Minions, die ich haben will. Oder in dieser Sparte haben möchte. 3 ist, wie ich gerade habe. Hier unten, das ist die Gesamtzahl und das hier ist die Gesamtkapazität, die ich haben kann. Also was meine Basis zur Verfügung stellt und mein Rang. Das hier ist jetzt mal das Objective, also das braucht man nicht. Das erste, was man machen sollte, ist einen Strong Room bauen, also einen Tresor. Das machen wir mal hier. Hier bauen wir ein bisschen größer. Ja, nee, lass mal so. So, machen wir erstmal so. Ein kleinerer Tresor. Sagen wir mal Go. Yep. Und natürlich sollte es mit einem Korridor verbunden sein. So, yep. Man muss jeden Raum einzeln anstoßen, also zum Bau anstoßen. Das hier ist jetzt nur eine Blueprint, also eine Planung quasi. Man kann nochmal in den Planungsmodus zurückgehen und sagen, hier den Teil möchte ich nicht haben, dafür möchte ich hier noch ein Stückchen haben. Zum Beispiel. Oder man möchte die drei Teile hier nicht haben. Das hier ist eigentlich so der Standard-Layout, was ich mir immer baue. Das sieht dann etwa so aus. Da kann man hier drei Türen reinbringen. Oder zwei Türen in diesem Falle. So. Kann man hier zwei schwere Türen reinbringen, die einzeln geknackt werden müssen. Ach ja, genau. Weltregierungen schicken Soldaten hinter ihm her. Oder auch Geheimagenten. Je nachdem, was für Regierungen es sind, schicken sie andere Geheimagenten. Und es gibt auch verschiedene Agentenklassen, die sie einem hinterher schicken. Da gibt es welche, die einfach bloß nachgucken wollen, was los ist. Dann gibt es welche, die angreifen wollen, also möglichst viele Schergen von dir töten wollen. Und es gibt natürlich die Leute, die dir Gold klauen möchten oder auch irgendwelche besonderen Gegenstände. Dem Ganzen kann man entgegenwirken mit Hilfe von Fallen. Fallen kann man an Wänden zum Beispiel anbringen oder diese Käfigfallen kann man an der Decke anbringen. Sie werden ausgelöst durch Trittplatten, die aussehen wie der Boden, das heißt, sie latschen drüber und die Falle wird aktiviert. Man muss sie allerdings miteinander verlinken. Verlinkungsmodus zeige ich euch später. Türen sind auch ganz praktisch. Am Anfang hat man natürlich nur die Standardtür, die anderen Türen muss man sich erforschen. Diese Türen halten Gegner davon ab, in einen Raum hineinzukommen. Das heißt, je nachdem, wie eine Tür geschaltet ist, ob sie jetzt auf High Security oder Low Security gestellt ist, braucht der Gegner entweder lange, um sie zu knacken, oder eben gar keine Zeit. So. Warten wir mal darauf, dass der Raum endlich gesprengt wird. Die Leute kaufen sich von dem Geld, das hier in diesem Lagerraum ist, kaufen sie sich TNT und gehen dann damit in die Basis hinein und sprengen dann den Bereich frei. Einzelne Gegenstände müssen auch gekauft werden. Dazu geht ein Bauarbeiterscherge oder irgendein anderer Scherge, geht hier zu einem dieser Regale hier, holt sich einen Koffer voller Gold und rennt zu diesem Gebäude hier und kauft sich den Gegenstand. Am Anfang hat man immer hier eine Hütte mit einem Tresor drin, weil der Tresor eigentlich
das Kernstück ist der Basis. Das heißt, man braucht auf jeden Fall dieses Regal und Gold, damit man seine Basis aufbauen kann. So, dann führen wir mal den Korridor hier weiter. Die Richtung so. Und vielleicht noch so. Ja, sieht gut aus, ja. So, man kann noch weitere Gebäude bauen, also Räume bauen. Zum Beispiel die Baracken. Dort können die eigenen Leute schlafen. Ist vielleicht nicht so gut, wenn ich den dorthin baue. Ja, wo setzen wir es hin? Setzen wir es da hin. So. Ja, so. Und den hier weg. So, genau. Setzen wir mal hier hin was. Und dann bauen wir hier noch weiter. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, ist es vielleicht besser, wenn man es so baut. Yep. Denn es benötigt auch Generatorräume später. Weil zum Beispiel der Hauptkontrollraum, der benötigt Energie. Führen wir das mal hier so weiter. So. Hier einen Raum hin und da einen Raum hin. Obwohl, wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir dort die zwei Eingänge für den Kontrollraum reinbringen. Und dann machen wir das mal einfach mal so. Dafür gibt es ja den Blueprint-Modus hier. Der ist da ganz praktisch. Sehe gerade ein bisschen zu viel. Dann setzen wir hier und hier und hier. So, genau. Das wird ein schön großer Kontrollraum. Ja, gut. Entschuldigung, falls das ein bisschen langweilig wird, aber das Spiel ist halt... Naja, man muss es selbst erleben. Gefällt mir nicht. Mal weg. So, den machen wir so hin. Scheiß drauf. So, 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 so. Ja, das sieht schon besser aus. Natürlich die Tür nicht vergessen. Denn die Räume hier wollen ja wenigstens geschützt sein, ein wenig. So, hier noch zwei Türen. So. Gut, jetzt zeige ich euch mal den Link-Modus. Wir haben noch genügend Geld für Fallen. Das ist das Geld. Das hier sind die allgemeinen Minions. Das hier ist ein Schalter, um zum nächsten besonderen Minion zu kommen. Also Scherge. Und das hier sind die besonderen Schergen, die man hat. Oh, da kommen auch schon die ersten Federales. Das hier sind Soldaten von... woher kommt ihr? Er kommt aus Amerika. Genau, es gibt so Fake. Ach, den Modus habe ich noch nicht. Okay, dafür brauche ich, so wie es aussieht, brauche ich für die Weltkarte, brauche ich den Kontrollraum. Okay. Die Nationen der Erde sind in fünf unterteilt worden. Ich glaube zumindest fünf. Dazu gehören so ein Amerika-Australien-Verbund. Dann ein europäischer Verbund, ein afrikanischer Verbund und ein asiatischer Verbund, glaube ich. Hey, es sind ja doch nur vier. Ja, genau. Und die sind die Gegner. Also spielt schon auf der unserer echten Weltkarte, aber halt mit fiktiven Weltgesellschaften. Die hier gehören zum amerikanisch-australischen Trakt. Zumindest glaube ich das anhand des Symbols. Ja, ich glaube schon. Das hier sind ganz normale, leichte Soldaten. Also wirklich leichte Soldaten. Die hier sind ziemlich schnell zu erledigen.
Wenn ich jetzt sage, greif die an, also das kann ich mit Rechtsklick machen, kann ich Befehle geben, hier zum Beispiel zum Töten taggen, zum Gefangennehmen taggen oder nur zum Ausschalten taggen. Das hier, wenn ich das hier mache, dann werden die angegriffen und getötet. Wenn ich das hier mache, werden sie angegriffen, niedergeschlagen und sobald ich Zellen habe, werden sie in die Zellen geschleppt. Und mit dem hier werden sie, ja, wie soll man sagen, ja, verwirrt. Ist, glaube ich, der beste Ausdruck. Also sie werden verwirrt, sodass sie erstmal lange Zeit in der Basis verbringen. Das Modell des Spiels sieht die Besuche der gegnerischen Agenten so vor, dass die Agenten eine gewisse Zeit gestellt bekommen, in meiner Basis irgendwas zu machen. Und ist diese Zeit abgelaufen, hauen sie wieder nach Hause ab. Das heißt, wenn ich jetzt sage, schwächen, also verwirren, dann stehen die erstmal doof bei mir rum, wissen nicht, was sie tun sollen, weil sie haben Stats. Hier, diese Stats haben sie. Das Schwächen senkt eines dieser Stats ganz tief runter, mit Ausnahme des Lebens, sodass die Person erstmal in der Gegend rumsteht und nicht weiß, was sie tun soll. Währenddessen läuft natürlich ihre Zeit ab und irgendwann müssen die dann wieder nach zu Hause zurückkehren. Wenn man die Dienstleistergruppe an Schergen hat, ist das Schwächen eine sehr effektive Maßnahme, ja, Auffälligkeiten zu vermeiden. Das heißt, kehren diese Leute nach Hause zurück, ist ihnen höchstwahrscheinlich in meiner Basis irgendwas aufgefallen. Das heißt, fällt ihnen eine Falle oder ähnliches auf, dann notieren sie sich das und melden das dann beim Zurückkommen der eigenen Basis. Dieses, was es ihnen aufgefallen ist, dieser blaue Ring dort unten um sie herum. Das heißt, wenn dir noch voll blau ist, ist ihnen absolut überhaupt noch nichts aufgefallen. Das heißt, wenn die jetzt nach Hause zurückkehren, sagen die, du hast alles in Ordnung. Das sind nette Leute, die haben uns nett empfangen, passt schon. Nicht weiter behelligen. Entsteht hier allerdings nur ein Viertelkreis rot oder mehrere Viertelkreise rot, melden die zu Hause, da ist irgendwas am Kochen. Und genau das will man verhindern. Tötet man die Leute direkt, sagt dann die Basis von denen zu Hause irgendwann, ja, wo bleiben die denn? Dann schicken wir dann noch einen Trupp hinterher. Sie verstärken die, allerdings die Truppen nicht. Das heißt, sie schicken immer wieder nur Trupps, halt in schneller Reihenfolge. Wenn man jetzt sagt, gefangen nehmen, ist es natürlich klar, dass die alles bemerken. Das Gefangennehmen wird später für zusätzliche Ausbildung sehr nützlich. Aber das erkläre ich später. Wenn man jetzt allerdings Schwächen verwendet, bleiben die in meiner Basis rumstehen, wissen nicht, was sie tun sollen und kehren mit einem komplett blauen Balken nach Hause zurück. Gut, man kann Alarme einschalten, was sehr praktisch ist. Der gelbe Alarm sagt allen Schergen, dass sie sich bewaffnen sollen. Der rote Alarm sagt, sie sollen sich bewaffnen und jeden angreifen, der in ihre Nähe kommt. Also jeden, der irgendwie auffällig wirkt. Also nicht zu uns gehört. So, setzen wir das Ding mal dahin. So. Man kann Räume umziehen, also man kann Dinge umziehen innerhalb von Räumen und man kann Räume umziehen, wie zum Beispiel diesen Raum hier, an dem man jetzt einfach sagt, hier diesen Raum. Ne? Warum kann ich ihn nicht abreißen? Achso, ja, genau. Also ich könnte den da draußen jetzt abreißen, das kann ich jetzt nicht, weil dieses Regal noch nicht gesetzt ist. Dieses Regal ist wirklich notwendig, das heißt, das Spiel verhindert, dass ich mich selbst blockiere. Ist dieses Regal dann endlich mal gesetzt? Dankeschön. Kann ich sagen, abreißen. Ja. Yep. Sobald dieser Raum abgerissen wird, wird das Gold, was hier drin ist, in diesen Raum umgezogen. Ah, die Baracken sind nicht gebaut. Machen wir mal ein bisschen mehr hier. Hey, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, abonniert uns, liked uns oder lasst einen Kommentar hier. Guckt doch auch auf dem Brains and Bronze Kanal vorbei, hier gibt es einige weitere gute Serien. Wenn ihr weitere gute Serien sehen wollt, guckt auf dem Kartoffelkommando Kanal vorbei, ich würde mich freuen.